und zurück zu Dragon Quest. Ja, und wir sind da stehen geblieben, dass ich diesen blöden Drachen in der Prüfung nicht besiegen konnte. Ich habe jetzt nochmal meine heiligen Steine aufgeladen. Alles juckt vor Aufregung. Vielleicht soll ich auch mal wieder baden gehen. Typisch Gamer. Nein, also ich konnte diesen Drachen ja nicht besiegen. Und wie gesagt, ich habe jetzt nochmal die heiligen Steine aufgeladen. Und hoffe einfach, dass es jetzt ganz gut so läuft, wie es ist. Ich habe mir noch mal so ein Dingen geholt. Wie heißt das? Eine Kugel zur Verteidigung. Und hoffe einfach, dass es nachher halt unterm Strich reicht. Is this the true extent of your ability? You disappoint me. Ah, du wirst dich noch wundern, mein Freund. Reveal to me the strength of your will, your desire. With pleasure. Mark my words. I shall overcome this trial. So, jetzt müssen wir erstmal hier die Pötte rundherum abgrasen. Hier geht es nicht weiter. Habe ich auch schon gesehen. So, volle MP. Ich brauche noch volle Energie. So, dann hätten wir gleich schon mal die erste Welle überstanden. Die müssen wir schaffen. Ach, scheiße, wollte ich... Ah, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Die Konzentration hätte ich nämlich jetzt auch so voll gekriegt. Da müssen wir nämlich jetzt erstmal warten. Bis er wenigstens einmal da hochgesprungen ist. Sonst lohnt sich das nämlich nicht, die Konzentration loszulassen. So. Jetzt kommt nämlich erstmal wieder der Kram hier mit den Blitzen. Ach, scheiße, hat mich der Blitz doch erwischt. So, jetzt kommt er runter. Dann lösen wir mal unsere Konzentration aus. Und Dauerbeschuss. Uns kann ja nichts passieren. Ja gut, das bringt uns da jetzt nichts. Da oben können wir den ja eh nicht treffen. Your determination is admirable. But resolve alone will get you nowhere. Na gut, die Engelskugel als Verteidigung bringt aber schon eine Menge. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass das so viel ausmacht. Ich weiß nur nicht. Ah, jetzt ist meine Ding jetzt wieder aufgebraucht. Na. Na komm, viel ist nicht mehr. Jawoll! Boah. Und sogar Konzentration voll.
Stufenaufstieg! Yippie! Child of Light, I have weighed your skill as a warrior and tested the quality of your resolve. The judgment is made. I find you worthy to command the true power of your kinsfolk. The power is now within you. The power to bring light where there is darkness. To drive out the night, no matter how black. So this is the true power of the light. With this, I will bring her back! Well, well, well. So this is the Hall of Scales. Holy Sanctum of the Children of Light. My compliments. Your refuge is well guarded indeed. But behold! It is as you see. By possessing the body of a lightling, I have gained entrance to your Holy of Holies. Can it be? Velasco? Of course. This was his plan all along. This is why you took her! Yes, all has proceeded just as I planned. Though I confess, I had not foreseen that you would unlock your true power so soon. But no matter. You will meet your end here. I will gain the Circle of Light, and all will be as it should. It changes nothing. Nothing whatsoever. Yes, I am afraid it is true. This is where your story ends. You will suffer at the hands of one you once held dear, and then... you will die! Is there no way but to fight her? Now, child, embrace your newfound power. Imbue each of your blows with blinding radiance. And free your comrade from the darkness. I will save you! I have to! Ob ich meine Konzentration jetzt noch habe? Tatsache. Ah, dreh dich direkt in die ihre Richtung. Die Konzentration ist nämlich gleich rum. Da sieht man mal, wie gut das war, dass ich die Konzentration mir aufgehoben habe und nicht auf dem Drachen verballert habe hier. Hammer. Zack. Easy. So that I might escape Velasco's trap. I am so sorry. For my sake, you were... Yes, I think I remember. It's hazy, but I remember some of what happened. Thank you for saving me. No, it is I who owe you thanks. You came back to me. And for that, I can only say thank you. Stop embarrassing yourself, will you? Come on! Everyone's waiting for us, right? Let's get
get going? Indeed. But first, there is something I should very much like to ask our host. Serpent of the Scales, do you know the whereabouts of the Circle of Light? The goddess informed us that it might be found here, in the shrine. I cannot help you. I but administer the trial. If the Circle of Light is to be found here, I do not know of it. Nevertheless, the true power of your kinsfolk is now yours to command. And naught that you desire shall elude your grasp for long. Ich begehre sie. The door! It's opening! Our friends emerge in unison, which can mean only that... Let me guess. Someone's got a new power to play with, and someone else is back to their old self. Am I right? Mm-hmm. Okay. Well done! This is the best! That's great news. We've been worried sick ever since this lassie appeared out of nowhere and went through that door after you. Now, at long last, we can get back. Hey! You lot! Hold up! I ain't missed the trial, have I? Yes. Where on earth have you been? Don't tell me. You've been sniffing around looking for treasure this entire time, haven't you? Well, they said the Circle of Light was here, didn't they? So, you know. Alas, it was not to be found in the Hall of Scales. Did you locate it? No such luck, but I found something better, didn't I? How'd oh, me did she. Come and Helix! Helix is here! Well, now! You had us mightily worried, little friend! Mightily worried indeed! Where in the world did you disappear to? I had to go away. And I found out the things my daddy told me weren't true. And my crown wasn't really a treasure. I got scared and sad. So I came here. Me and my daddy used to come here with a slime. Found him crying his eyes out in the corner, didn't I? Poor little bear. I was so lonely all on my own. I just want to be with you. I know I can be useless, but I want to help you fight the baddies anyway. Please, can I be your friend again? Why ever would you ask, Helix? I thought the bond between us stronger than that. And longer, besides. I dare not think of all the years we have been together. By which, I mean... Or more precisely, we would... Can't you just say what you mean for once? Come here, Helix. We'd love to have you back. There's always a place for you here. Ach, der arme Kleine. Oh, die maximale Stufe meiner Konzentration wurde erhöht. Geil, dann sind wir noch stärker. Ja, Hammer. Da freue ich mich doch ein Ast. Freue ich mir doch ein Ast? Freue ich mich ein Ast. Fragen über Fragen. Zuerst das Ei oder das Huhn? Hurra! Prüfung ist absolviert und Grumpy Sub wieder bei uns. Und Blaui ist auch wieder zurück. Ach, ich bin so froh, dass sich alles zum Guten gewendet hat. Ohne euer aller Hilfe hätten wir das nicht geschafft. Mein tiefster Dank gebührt euch, euch allen. Och, jetzt hör schon auf, so steif zu sein. Wir sind hier doch alles Freunde. Trotzdem ist es schade, dass wir den Ralf des Lichts nicht finden konnten. Hatte die Göttin nicht gesagt, dass er sich im Schrein der Wägung befinden würde? In der Tat, befürchte ich, dass die Monster haben ihn entwendet. Und wir können sie kein weiteres Mal um Hilfe bitten. Der Turm des Lichts ist nicht weiter als ein Haufen Schutt und Trümmer.
Und der Reif ist nicht unsere einzige Sorge. Wir müssen auch einen Weg finden, Drasil von der Dunkelheit zu befreien. Unsere Mühen sind also noch lange nicht vorbei. Doch wir dürfen nicht zulassen, dass Verzweiflung von uns Besitz ergreift. Ohne Bedacht zu agieren, würde nur Velasco in die Hände spielen. Lasst uns deshalb im Geist der Kameradschaft beraten und einen Plan ersinnen, der einer Gruppe kühner und unbeugsamer Helden wie der unseren angemessen ist. Oh, eine Strategiesitzung, ein hervorragender Einfall, Eure Majestät. Und schon legt er wieder los. Endlich, ich habe es echt vermisst, euch beide beim Zanken zuzuhören. GB, Grumpy Sabrina, habt ihr vielleicht gerade ein Minütchen Zeit für mich? Es gibt da etwas, worüber ich gerne mit euch sprechen würde. Da bin ich ja mal gespannt. Yeah, endlich Stufe 30. Neue Talentpunkte, neue Karten. Mann, ich werde ja zugeschmissen mit allem möglichen Scheiß hier. So, ach, überall was. Was ist denn hier los jetzt? Steiniger Weg 2 muss ich annehmen. Ah, habe ich irgendeine geschafft? Ja, ist natürlich dann blöd, ne? Dann kann ich die Mission nicht annehmen. Yippie, es ist schleimfach großartig, wieder mit euch allen zusammen zu sein. Du sagst es, Blauer, du bist wieder da, wo du hingehörst, bei deinen Kumpels. Warum bist du überhaupt erst abgehauen und hast dich in deinem düsteren alten Schrein verkrochen, Kleiner? Du hast dich doch bestimmt einsam gefühlt, oder? Tut mir leid, mein Papa hat mich früher öfters dorthin mitgenommen, aber es war nicht dasselbe, so Mutterseelen allein. Ich war wirklich traurig und habe viel geweint. Aber dann habe ich mich an das Versprechen erinnert, das ich ihm gegeben habe. Ein Versprechen? Ja, ich habe Papa versprochen, immer mutig zu sein und niemals aufzuglibbern. Und ich habe diesen einen Entschluss gefasst. Egal wie sehr ich mich auch fürchte, ich werde nie mehr wegglitschen. Ich muss mutig sein, um meinen Freunden helfen zu können. GB, Grumpy Sabrina und dir, Youngus. Für euch alle werde ich mutig sein. Ach, Blaui. Du rührst den alten Banditen zu Tränen. Weißt du, du bist mein kleiner Held. Jawohl, das bist du. Haha, er hat recht. Du bist wirklich ein Held, Medici. Wir müssen aufpassen, sonst übertrumpfst du uns noch mit deinem Heldentum. In der Tat. Ja. Was noch? Die hat bestimmt wieder was zu verkaufen. Die da hinten hat wieder storymäßig irgendwas zu erzählen. Was will sie? So. Nee, nicht speichern. Wollte ich gar nicht. Ich wollte hier Heilungssteine. Komm, hau mir deine Waffel rein. Mehr Heilung. Da kriege ich einen Appel hier. Komm, hau nochmal rein. Wenigstens muss man sich das ja nicht zweimal angucken. So, ob die da neue Sachen hat, interessiert mich gerade eigentlich so gegen null. Now, there's something I want to ask you. Would you mind at all if we made a little detour back to my hometown? Your hometown? What? Right now? Of course, this is not mere happenstance. If I am correct, Isla has something of importance that she wishes to retrieve from her birthplace. Something that may help the world... Shut up. Showing off for a second, will you? Go ahead, Isla. Tell us what you want. And no need to use long words like Mr. Fancy Pants here. Well, all right then. Although, Mr. Fancy Pants wasn't far wrong as it happens. Thank you. If we want to cure Yggdrasil, there's something we're going to need. Something you can only get in Dawnfall. Specifically... The dew of a holy tree, known as the Tree of Life. I get it now. So, if we can collect some of the dew from the holy tree in Dawn's home, we'll be able to cure Yggdrasil, right? Oh, I doubt it will be as simple as that. Based on past experience, I suspect that we will be required to undergo some manner of ordeal. I'm afraid so. Getting hold of the Tree of Life's dew is by no means easy. The tree needs to be awoken in order to produce the dew. And the only thing that will wake it up is the prayers of the Children of Light. And only when they've unlocked their true power. I see. Well then, tell us what it is we must do. But I'm not sure I can ask you to help. I'm just not sure it would be right. If I take you to Dawn's home,
You may not make it out unscathed. So what? It's not exactly like we have much choice, is it? It'll be fine. We just need to go down there, pray, grab the Jew, and get out of there, right? You need not worry. Should ill fortune befall us, I shall devise a cunning strategy and deliver us from peril. First the trial and now this display of unbridled heroism. You youngsters take after your king. All will be well, fair Isla. I doubt not but that these steadfast champions of ours will carry the day. Thank you, both of you. Kein Ding. Machen wir doch gerne. Ja, die hat immer noch was zu quatschen. Mein Gott. Isla, Wiegenwald scheint kein gewöhnliches Dorf zu sein. Kannst du uns mehr über deine Heimat erzählen? Naja, zunächst einmal weiß praktisch niemand außer den Leuten, die dort wohnen, dass er existiert. Wirklich? Wie kann das sein? Nun, es liegt tief im Innersten eines Waldes, den zu betreten sich ohnehin kaum jemand wagt. Das hilft natürlich. Aber der Hauptgrund ist, dass es diejenigen, die im Dorf leben, strengstens verboten ist, es jemals zu verlassen. Wow, das ist ungewöhnlich, aber warte mal, du hast es doch verlassen, sonst wärst du ja nicht jetzt hier bei uns. Ich denke, man könnte mich einen Sonderfall nennen. Wisst ihr, ich hatte stets Probleme damit, dort mehr oder weniger eingesperrt zu sein, also bin ich eines Tages abgehauen. Ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet, jemals wieder dorthin zurückzukehren, aber wie es scheint, haben wir keine andere Wahl, wenn wir den Weltenbaum heilen wollen. Ich verstehe, und wie genau wird der Tau vom Baum des Lebens uns eigentlich dabei helfen? Wenn man den Legenden Glauben schenken darf, stammen alle Pflanzen dieser Welt ursprünglich vom Baum des Lebens ab. Daher soll der Tau, der sich an den Spitzen seiner Zweige sammelt, die Macht besitzen, jegliche Art von pflanzlichem Leben seine ursprüngliche Form zurückzugeben. Wenn wir also Yggdrasil etwas von dem heiligen Tau bringen, können wir ihn wieder in den Zustand versetzen, in dem er sich befand, bevor er von der Dunkelheit befallen wurde? Okay. Exakt, aber wie bereits gesagt, um an den Tau zu kommen, werde ich eure Hilfe brauchen. Mir ist klar, dass das viel verlangt ist, aber ich habe keine andere Wahl. Ich danke euch vielmals dafür, dass ihr das tut. Ja. Uns wird ja gar keine andere Wahl gelassen, ne? So, hier hat keiner mehr Quatschbedarf, außer die Olle da mit ihren blöden Kugeln. Gut, ich habe die Koordinaten Wiegenwalds auf der Weltkarte eingetragen. Wir können also jederzeit dorthin reisen, du musst nur den Befehl geben. Wiegenwald, ach, das Dorf tief im Inneren des Waldes hier. Genau, das Klima dort ist etwas ungewöhnlich, es regnet sehr häufig und viel, deshalb das umliegende Gebiet etwas anders beschaffen ist als die Wälder, die ihr kennt. Es gibt dort alle möglichen Arten exotischer Pflanzen, die nirgendwo sonst wachsen. Wow, das klingt aufregend. Ich kann es kaum erwarten, diese seltenen Pflanzen zu sehen. Und die seltenste darunter ist natürlich der Baum des Lebens. Da hast du recht. Es steht genau im Zentrum des Dorfes, wo er am besten geschützt ist. Ich zeige euch den Weg, sobald wir gelandet sind. Und... Du musst in Hildas Heldenort Isla in die Gruppe aufnehmen. Ich will die nicht in der Gruppe haben. Ich finde die nicht gut als Spielerin. Das ist ätzend. Ja, Jangus, tut mir leid. Da musst du weg. Und Isla muss rein. Oh, guck mal, die ist nur Level 24. Ach so, ich muss bestätigen drücken. Da kommt sie rein. Bestätigen. Da, meine Damen und Herren, aus dem Spiel Grumpy Zap tatsächlich im Real Life. Nee, du spielst hier im Spiel mit, das weißt du nur nicht. Ja, Grumpy Zap. Achso, da fällt mir gerade ein, genau, jetzt kann ich nämlich die ja auch wieder mit ins Team nehmen, ne? Kann ich hier unsere Faustussi rausnehmen. Ach, dann muss ich ja auch neue Punkte vergeben. Fällt mir mal gerade so ein. So, auf welchem... Boah, die ist nur Level 26 jetzt. Ja, ist egal. Grumpy Zap gehört an meine Seite. So. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch erstmal wieder Talentpunkte vergeben, ne? Guck mal, die hat nämlich... Ja, ich habe auch wieder ein paar Punkte, aber nur 9, das reicht nicht. Aber hier, da. Da habe ich ja so gut wie noch gar nichts gemacht. Aber gut, die war ja auch abwesend, sagen wir es mal so.
erstmal wieder alles mit der Konzentration, weil damit hat die Sabrina das nicht so. So. Dann LP müssen wir noch hochleveln. So, sieht doch schon wieder anständig aus. Ach, und Eiler. Ja, die haben wir auch noch nicht gemacht. Beschleunigen Aufbau von Konzentration. Na. Konzentrationslänge. Wo ist denn das? Ah, scheiße. Naja, egal. So, MP. Ja. Mann! Weil das immer so lange alles braucht. Dann bin ich zu ungeduldig und drücke zu viele Tasten. Die war doch auf unseren ganzen Abenteuern mit. Warum ist das alles bei der noch nicht ausgerüstet? Verstehe ich nicht. Müsste die eigentlich alles drauf haben. Mich ärgert das echt, dass ich die ins Team nehmen muss. Ja, und jetzt ist auch schon wieder die Spielzeit rum, ne? Jetzt habt ihr noch gesehen, wie ich alles ausgerichtet habe. Dann könnt ihr euch auf die nächste Folge freuen, in der dann das alles so zum Einsatz kommt. Ja. Tut mir leid. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.